Hallo, heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikation aus dem Fach NTG aus dem Frühjahr 2013 mit der Aufgabe 5. Bei der Aufgabe 5 geht es um ein Standsteil und auch hier machen wir uns wieder eine Skizze, um zu sehen, wie sich der Sachverhalt darstellt. Zunächst sieht das Bauteil höchst merkwürdig aus. Aber wenn man sieht, dass es letztlich aus einem Quadrat herausgestanzt werden soll und dieses Quadrat eine Kantenlänge von R haben soll, dann ist es offensichtlich, dass diese Längen hier alle R lang sein müssen. Die Kontur wird nun erzeugt, indem man mit dem Zirkel in eine dieser Eckpunkte einsticht und einen Kreisradius von einer Ecke zur nächsten zieht. Das macht man auf der gegenüberliegenden Seite ebenso und es entsteht eine Art schlitzförmiges Bauteil, wobei hier die Länge R und hier die Länge R natürlich gegeben sind.